Grüßt euch Leute und willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar teste ich heute mal das neue Objektiv. Ich habe mir ja so ein kleines Upgrade mal gegönnt, das habe ich in dem Setup, in dem Behind the Scenes Video gesagt. Und zwar ist jetzt der Vorteil, dass das Objektiv den Fokus von alleine ziemlich gut stellen kann durch den neuen Fokusmotor. Ist ein 50mm 1.8 STM von Canon mit der 650D zusammen, also das kann schon mit diesem Face Detection Mode, kann das gut fokussieren mit diesem STM Motor und ja, das ist eine coole Sache. Ich demonstriere das mal ein bisschen, wenn ich jetzt hier näher dran komme, passt auf. Ja, ich schaue nebenbei hier da in das Display, jetzt höre ich gerade schlechter, damit ich sehe, wann es scharf wird und wann es noch unscharf ist, aber guck mal, das funktioniert echt gut. Oder ich gehe jetzt mal komplett aus dem Bild kurz raus, dann, ja okay, jetzt spackt er ein bisschen rum. So, ja. Gut, passiert auch immer mal. Aber jetzt hat er mich wieder gut gefangen und jetzt gehe ich mal kurz aus dem Bild und dann seht ihr mal, wie das aussieht, wenn er komplett neu den Fokus setzt. So, jetzt ist der Fokus auf der Wand und jetzt komme ich ins Bild und jetzt, guck mal, das funktioniert echt gut, dass ich da wieder in Fokus komme. Ich schaue gerade nicht in die Linse, wie gerade schon gesagt. Nur ich wollte es euch mal so ein bisschen demonstrieren. Jetzt muss ich nicht immer hier so blöd rumklickern mit dem Autofokus und gerade spackt er wieder rum. Ja, muss man schauen, wie man das am besten regelt, aber das ist schon mal eine richtig coole Sache, dass es im Video einfach funktioniert und wenn ich mich dann zum Beispiel mal ein bisschen nach hinten bewege oder mal ein bisschen nach vorne komme und mich ein bisschen aufrege, wie man das ja so mal macht, dann kommt der Fokus halt immer mit und dann ja, gehe ich nicht immer aus dem Schärfebereich raus. Ja. Mir gefällt's. Finde ich cool. Ich weiß nicht, wenn ihr euch auch so für Kamerazeug interessiert, kann ich da ja nochmal ein bisschen mehr zu was machen. Schreibt das in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von dem Video kurz und knapp. Ich wollte einfach nur mal euch zeigen, ja, was so in meinem Leben abgeht. Ich habe mir ein neues Objektiv gekauft. Ich freue mich drüber. Ihr könnt euch vielleicht mit mir freuen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich kann auch jetzt nochmal, wenn ich sowas in die Kamera halte, pass mal auf, so. Zack, dann ist es vor meinem Gesicht. Jetzt kommt mein Gesicht wieder. Jetzt kommt das Teil wieder vor mein Gesicht. Wupp. Wupp, ja. Macht einfach Bock. Und das Ganze ist jetzt auf der niedrigsten Blendenstufe. Also die Blende ist so weit auf wie möglich. Ich kann es jetzt noch ein bisschen runterstellen, damit das Bild noch insgesamt ein bisschen schärfer wird. Das zeige ich euch auch nochmal. So, jetzt habe ich es mal von 1.8 auf 2.5 gestellt. Das sind 2.0, 2.2, 2.5, 1,5 Blendenstufen. Und ja, oder drei sind dann 1,5 Blendenstufen. Also kommt ungefähr die Hälfte, weniger als ein bisschen weniger als die Hälfte an Licht rein. ISO dann ein bisschen höher gedreht. Ja, und jetzt ist halt der Schärfebereich. Vorher war der zum Beispiel nur so, dass nur so ein Stück von meinem Gesicht scharf ist. Und jetzt ist er so zum Beispiel. Und dann ist es halt einfacher für das Objektiv zu fokussieren. Ich zeige euch das nochmal. Jetzt müsste das noch ein kleines Stückchen schneller gehen. Ja, ein bisschen besser. Ich schaue so. Also jetzt hier in dem Bild, das ich jetzt hier gerade aufnehme, ist auch gut Kontrast drin. Wenn von da das Licht kommt, hier alles schwarz ist, dann hat man hier gute Kanten, an denen sich das Objektiv orientieren kann. Ja, das hier ist das alte Objektiv. Ja, sieht doch nice aus. Ja, muss ich echt sagen. Jetzt habe ich hier ein paar Minuten rumgelabert. Ja, danke fürs Zusehen jetzt. Jetzt bin ich aber endgültig fertig. Macht's gut.